Hallo und willkommen bei Joe-Routine. Heute zeige ich euch ein Video, was ich in meiner Freizeit mache. In diesem Video zeige ich es euch mit Bildern. So, ich fotografiere ja viel und auch oft und auch gerne, was ich so freizeitmäßig oder wie ich meine Freizeit gestalte. In dieses Video habe ich versucht, kurz zu halten und ich habe es wieder mit meinem komischen Programm auf meinem Handy versucht zurechtzutüdeln und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ja, dementsprechend geht es gleich, glaube ich, los. Und ja, was mache ich so in meiner Freizeit? In meiner Freizeit treffe ich mich oft mit Freunden und zu meinem Freundeskreis gehören zwei feste Freundinnen, einmal Wiebke, einmal Jessi. Mehr existiert so nicht so im Freundeskreis, alles andere würde ich dann eher so als Bekanntschaften sehen, mit denen ich dann regelmäßiger Kontakt habe. Ich finde, so, das sind beides Freundschaften, die schon sehr lange halten. Und ja, mit Jessi war ich für ein paar Tage in Hamburg, das habe ich euch ja gezeigt. Und da seht ihr jetzt im Hintergrund, das war so eine Schokolade und dann mit so einem Muffin. Ich bin also, wie gesagt, ein absoluter Schokoladenfan. Ich liebe Schokolade über alles. Manchmal frage ich mich, warum ich noch so aussehe, wie ich aussehe. Aber Schokolade geht immer. Das ist einfach so. Nicht alles an Schokolade, aber vieles. Ja, das war ich in Hamburg. Da sieht man mich, wie glücklich ich bin. Nein, eigentlich wurde ich geblendet von der Sonne und meinem riesen Schokodrink, den ich auch tatsächlich nicht geschafft habe. Das war eine Kakao gewesen. Und ja, so ein riesen Glas. Mega. Das war so toll. Es war echt eine schöne Zeit, mal rauszukommen. Und sowas tue ich tatsächlich gerne. Ich sitze gerne mal in Cafés nachmittags oder ich gehe gerne essen. Das sind so Sachen, das mache ich halt gerne. Aber ich bin auch anders, wenn ich essen gehe oder in einem Café. Für mich ist das, ich bestelle mir was, dann esse ich es und trinke ich es. Meistens schaffe ich es nicht und dann muss ich wieder los. Wenn ich in ein Restaurant essen gehe, ist mein Lieblingsessen ein Jägerschnitzel tatsächlich mit Bratkartoffeln und Soße. Dieses Schnitzel, was ihr dort seht, das war auch in Hamburg tatsächlich, schaffe ich nicht. Und es ist vielleicht zur Hälfte. Meistens isst Max dann noch die andere Hälfte oder ich gebe Hanna noch was ab oder ich pull tatsächlich nur noch die Panade ab. Ich habe ein bisschen eine an der Waffel, was das angeht, aber dann wird nur noch die Panade gesnackt. Aber Schnitzel, damit kriegt man mich. Bloß tatsächlich so richtiges Kalbsschnitzel mag ich nicht. Also richtiges Wiener Schnitzel ist nicht so meins. Dann ist es für mich natürlich, also was ich besonders liebe, ist, wenn der Frühling beginnt, die Eissaison wieder startet, gehe ich unglaublich gerne Eis essen. Also das erste, als die Eisdiele den ersten Tag offen hatte, ich stand direkt vor der Tür. Und ich bin da bestimmt auch einmal die Woche. Also nicht immer so ein Eisbecher, manchmal auch so eine Kugel Eis. Einfach irgendwie so ein Eis snacken. Was ich gerne mag, ist Spaghetti Erdbeeren mit Erdbeeren. Oder das ist so mit so Waffelteig gemacht und dann kriegt man da ein paar Kugeln zu. Ja. Dann habe ich natürlich noch Haustiere. Ich habe vier Katzen. Drei. Das ist Lucy, das ist eine Perser, britisch kurzer Mischling. Dann habe ich Jimmy, das ist eine Scottish Fold. Deswegen sind die Ohren auch so angelegt. Und ja, das ist der Vogel von Max Schwester. Ich finde ihn einfach mega. Und ja, natürlich gehen wir dann auch mal auf den Spielplatz. Dort seht ihr mich auf einer Rutsche, das war in Conneforde. Dort bin ich auch gerne. Dass man da im Sommer kann man da auch sehr gut hingehen, um zum Beispiel schwimmen zu gehen. Und ja, das ist halt einfach meine Kindheit, ne? Weil ich da als Kind sehr oft war und sehr viel bin ich da immer noch gerne. Jetzt verstehen wir uns ja auch mit den Leuten vor Ort und es ist echt eine schöne Zeit. Das ist wie Urlaub, du bist irgendwie da und bist an einem anderen Ort. Ansonsten bin ich viel bei meinen Eltern. Und eigentlich sehr regelmäßig, wir haben regelmäßigen Kontakt. Wenn ich frei habe, gehe ich dorthin zum Frühstücken zum Beispiel. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, bin ich dort zum Frühstücken, dann noch zum Abendbrot oder auch mal zum Mittagessen oder einfach nochmal nachmittags. Also sehr oft, sehr häufig. Sachen kaufen, das tue ich natürlich auch gerne. Das war beim Primark in Holland. Das ist meine aktuelle Handyhülle. Ich liebe alles, was mit Disney bzw. mit Mickey Mouse zu tun hat. Ich habe auch ein Mickey Mouse Tattoo. Mickey Mouse ist voll mein Ding. Das war auch in Holland, in Groningen gewesen. Das sind so Dinge, das sind so Tagesausflüge, die machen wir dann am Wochenende, wenn wir Familienzeit haben. Dann dürfen natürlich auch keine Churros fehlen. Ich liebe Churros mit Nutella. Es gibt nichts Besseres. Das war so eine Riesentüte für 20 Euro, glaube ich. Aber die war so lecker, die haben uns zu viert geteilt. Aber
Die war echt gut. Also wie gesagt, Schokolade darf nicht fehlen. Dort seht ihr ein Essen, das hat mein Bruder gekocht, gefüllte Paprika, das kann er sehr gut. Dort bin ich auch viel in meiner Freizeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel abends mal Zeit habe, spontan, fahre ich dorthin. Oder bin halt bei Jessi. Jessi trinkt Wein, ich zum Beispiel trinke gar keinen Alkohol. Das ist Jessi und ich. Wir gehen auch mal ab und an feiern. Jetzt ist unsere Disco hier ja aktuell, gibt es sie ja nicht mehr. Es gibt noch eine andere Variante. Aber wie ihr seht, auch da trinke ich einfach nur Jeferpfand Zitrone. Das hat keinen Alkohol. Und ja, das ist so, das, ne, dann passt Max abends auf die Kinder auf. Und ich finde, wir haben uns das sehr gut aufgeteilt. Dann gehört zu meinem Hobby natürlich auch noch hier, ne, dass ich auch meine Zeit mit Max verbringe, weil, ne, gehört ja zu mir. Und das ist zum Beispiel vor der Arbeit, da sind wir zusammen frühstücken gewesen. Er geht ja regelmäßig irgendwo frühstücken. Und ab und an komme ich da mal mit, aber meistens esse ich unterwegs. Natürlich darf man nicht vergessen, wo wir wohnen. Wir wohnen an der Nordsee und haben das Meer 10 Minuten von hier entfernt. Mit dem Auto, mit dem Fahrrad, keine Ahnung, 25, 30 Minuten. Dort können wir dann, oder ne, bin ich auch mal mit Freunden oder mit der Familie zum Spazieren gehen. Im Sommer ist da ja auch viel los und im Winter kann man da auch gut langlaufen. Seht ihr das auch bei einem, das ist ein Restaurant da vor Ort, dann hast du den Blick da drauf und das ist echt schön, das ist halt auch mal abwechslungsreich und das ist ein Luxus, den man dann hier vor Ort hat, deswegen, ich liebe auch diese Luft hier bei uns. Ja, das ist mein Auto ist irgendwie auch so ein, ja, es gehört halt zu mir, ne, das ist der Chrysler 300C, ja, ist halt meins. Hanna, im Urlaub mit Max, das ist schon ein bisschen länger her. Ich meine, das war in Spanien und das ist halt passiert halt auch in meiner Freizeit, ne? Das ist, ja, dann gehen mir auch mal die Hosen kaputt. Das war meine Lieblingshose, die habe ich dann zerstört. Ja, das war auch super. Ich war echt begeistert und diese Hose gibt es leider auch nicht mehr. Ich habe dann versucht, sie zu kriegen. Keine Chance. Ja, das ist so Standard bei meinem Auto. Ständig ist dieser olle Tank leer. Regelmäßiges Tanken gehört einfach dazu. Und ja, der verbraucht halt viel. Ob Gas oder Benzin, es tut sich beides nicht viel. Also mittlerweile liegt der Gaspreis ja auch schon bei 1,04 Euro. Als ich angefangen habe, lag der bei 80 Cent. Ja, das ist Max. Den kennt ihr ja. Das sind die Fotos von dem Online-Shop. Ja. Ich fotografiere halt übrigens total gerne, ne? Also ich habe keine Digitalkamera oder so, aber ich fotografiere super gerne mit meinem Handy. Ja, dort bin ich am Schaukeln. Dort waren wir im Zoo. Der ist bei uns auch nicht weit entfernt. Das ist der Jadaberger Zoo. Giraffen angucken. Die brauchen uns gar nicht. Die brauchen gar nicht da sein. Der Vogel hat nicht. Das ist nur ein Reifen. Der hat mehr Profil als der von meinem Auto. Max, wir sind zu fett. Deine Mutter ist zu fett. Guck mal, wie das jetzt schon sind. Das ist doch nur Wasser. Oh Gott. Ist das normal? Ja, nö, eigentlich nicht. Nein? Weiß ich nicht. Du bist damit doch schon gefahren. Ja. Sind sie die Kinder? Kannst du sie sehen? Nein, ich will sie nicht. Wo denn? Dort, direkt hier vorne. Der Anfang des Berges. Hanna! Das ist der Ruf. Dort, da vorne sind sie. Hanna, hier! Hey Jodi! Was mach ich jetzt mit meinem Handy? Festhalten! Ja, aber. Bitte nicht festhalten, auf jeden Fall. Wir bringen Farbe rückwärts, ne? 3, 2, 1. Von wegen, ich werde nicht nass! Ich bin nicht nass geworden! Nur so ein bisschen. So. Du musst gleich filmen, wenn wir vorwärts runterfahren. Ja, okay. Kriegen wir hin. Aber du kannst die Kamera nicht drehen. Das muss man ja gleich im Header dick. Da kriegen wir hin. Und aufgeregt? Was ist das? Das kommt der Fahrstuhl. Ja, echt jetzt? Der hat einen Fahrstuhl. Was, du? Ich bin ja hinten, da kann nichts passieren. Aber bist du aufgeregt? Quatsch. Das ist ein Fußgänger, der hält nicht fest. Geh doch direkt los, was hier oben ist, ne? 3, 2, 1 und... Oh. Ah!
Willst du dich denn? Es hat sogar in meine Ärmel reingespritzt. Ja. Und wie war's? Super. Erzähl. War es so schlimm? War es so schlimm? Komm, meine Hose. Ja, meine Hose. Ah, du liebst es doch. Das ist doch genau deine Welt. Ja, dort habt ihr dann gesehen, da habe ich mich in eine Wildwasserbahn getraut. Das ist das Foto, was daraus entstanden ist. Ich muss das haben. Also ich fahre eigentlich gar keine Karussells. Und das sind so Dinge, das machen wir dann zum Beispiel beim Familienausflügen. Ich hatte so Schiss, aber es hat so viel Spaß gemacht. Das Wetter war top, dafür, dass es April war. Es war echt super. Es ist jetzt eine Woche her, als wir dort waren. Also das war mega. Das hat echt Spaß gemacht. Auch das Achterbahn, ach hier, das Wildwasserbahnfahren und... Ja, Max hat das dann, wie ihr gesehen habt, gefilmt. Und ja, und ich habe mich getraut. Ich war richtig stolz auf mich. Und ich hatte also wirklich Angst, ne? Muss ich wirklich sagen. Und war auch froh, als ich es dann hinter mir hätte. Aber eigentlich hätte ich auch tatsächlich nochmal fahren können. Und ja, das gehört auch noch irgendwie so zur Freizeit. Das ist dann so die Zeit mit der Familie, die wir dann gemeinsam verbringen. Halt in diesem Zoo, ne? Er ist nicht weit weg. Das ist ein Farel. Und ja, so Farel nicht, sondern hier Jaderberg. Und das ist halt, ja, für die Kinder ist das da super, ne? Hanna kannst du halt schon laufen lassen. Sie hat einen Freund mit und dann so also einen Kumpel aus der Schule. Und dann lief das, ne? Und Julie war dann halt bei uns. Und als wir in der Wildwasserbahn waren, hat Hanna eben unten aufgepasst, als wir dort drinnen waren. Ja. Dort seht ihr dann, meine Hose war klitschnass. Das war super. Aber sie ist relativ schnell getrocknet. Meine Jacke war auch nass. Aber komm, das gehört dazu. Man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Und ja, das war jetzt so mein kleiner Einblick in meine Freizeit. Was ich dann so mache, wie ich sie gestalte. Und ja, abends gehe ich relativ früh schlafen. Und... im Bett wird dann gelesen, ne? Das ist so der Feierabend. Entweder gucke ich eine Serie oder einen Film oder ähnliches, aber zurzeit lese ich sehr viel. Ich habe einen E-Book-Reader und damit lese ich dann Romane meistens. Ja, so habe ich euch mal einen kleinen Einblick gegeben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst einen Daumen da und nächste Woche kriegt ihr wieder Aktuelles aus der Halle. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter und wenn ihr wollt, kommt morgen zum Museum. Das hat ja wieder auf. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann und danke fürs Zuschauen.